In diesem Video lassen wir den Louis Vuitton Imagination gegen den Creed Aventus antreten. Welcher Duft wird gewinnen? Let's go! Klar, dann gebe ich euch hier schon mal den ersten. Und der zweite. Oh. Also mir gefällt der hier besser. Mir der erste. Okay, dann gefällt dir der Louis Vuitton Imagination am besten und dir der Creed Aventus. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut gefällt der euch, wenn 10 richtig gut ist? Also da würde ich schon so eine 9 geben. Eine 9? Eine 7. Also hier ist Nummer 1, den gebe ich euch schon mal rein. Und hier ist schon Nummer 2. Begeisterung. Welcher gefällt dir besser? Ich würde die 1, glaube ich, nehmen. Hier den. Ich wäre für B. Okay, gut. Also, wenn du für B bist, dann magst du von Louis Vuitton den Imagination gerne. Mhm. Und du magst von den Creed Aventus am liebsten. Mhm. Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie toll findet ihr die Düfte? Würdest du den tragen? Nee, tatsächlich beide nicht. Beide nicht. Oh, krass, okay. Nee. Vielleicht für den Sommer auch nicht? Ehrlich zu sein, nicht. Okay. Ich bin nicht so der Parfüm-Mensch, wenn ich ehrlich bin. Ich habe eins und das schon Ewigkeiten und das ist auch nichts Besonderes oder so. Okay, welches hast du da? Boah, das ist das Davidoff Cool Water. Ah, okay, ja. Ist ja auch ein Klassiker, ne? Ja. Standard. Also ich finde gut. Nichts Wildes. Und wie gut findest du den? Ich habe so eine 7. Eine 7? Ja. Also schon könnte man schon tragen. Ja, finde ich schon. Ja, okay. Also, an einem Mann, glaube ich, fände ich den ganz gut. Dann haben wir hier Nummer 1. Ich gebe den euch schon mal rein. Gefällt dir? Mir. Okay, gerne weitergehen. Und dann haben wir hier Nummer 2. Oh, das ist eigentlich beide für Männer, aber es kann natürlich trotzdem getragen werden. Ich mag das wirklich so. Gut, aber nicht so. Welcher gefällt euch besser? Diese. B? B. Okay, und dir auch? Ach, du hast ja noch gar nicht gerochen. Ja, B. B? Okay, dann mögt ihr beide lieber den Louis Vuitton Imagination. Das hier war der Creed Aventus. Und auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut findest du den? 9. Eine 9? 9. Super. Ich gebe schon mal den ersten rein. Okay. Und das Nummer 2. Ja, ist okay. Ist okay? Okay. Ja. Ja. Welcher gefällt euch besser? Am ersten gehört habe ich gedacht, die erste, aber ich denke die zweite. Die zweite? Ja. Die? Okay. Ich wähle die erste. Du magst die erste lieber? Okay. Dann magst du lieber von Louis Vuitton den Imagination. Okay. Und du von Creed den Aventus. Okay. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut gefällt euch der Duft? Für mich ist A ist dann eine 8. Ja, okay. Und das B ist ein 6. Eine 6, okay. Ja. Würdest du den auch tragen? Du selber? Das denke ich nicht. Nicht? Ah, ein bisschen zu stark. Ah, zu stark. Ja. Okay. Ich habe gedacht, ein 7 für die erste. Ja, eine 7, okay. Und ein 8 für die zweite. Eine 8, also ein bisschen besser. Ja. Dann gebe ich euch schon mal den ersten rein. Ja. Wir haben die schon vorbereitet. Sind das Männer oder Frauen? Das, Frauen, das sind eigentlich Männerdüfte. Ja, das riecht feminin. Aber, okay. Doch, das riecht männlich. Ja, der riecht gut, ja. Oh ja. Den zweiten findest du besser, okay. Das ist aber eher ein bisschen schwierig. Feminin. Ja, ich finde den femininer. Den da? Den hier, ja, viel femininer. Ich finde auch den hier besser. Okay, ja, also beide den zweiten. Ja. Dann mögt ihr beide von Louis Vuitton den Imagination am liebsten. Okay. Der andere ist der Creed Aventus, wenn der euch was sagt. Ja, also alles von Louis Vuitton. Also der eine ist von Louis Vuitton und der andere ist von Creed. Ah, okay. Das ist ein ganz bekannter Duft. Genau, Aventus. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut findet ihr den, wenn 10 richtig gut ist? Ich würde schon sagen, eine 10, der hier. Wow. Aber der hier würde ich auch sagen, eine 8. Also ich fand beide so richtig gut. Ja, für den Sommer so 8. Für meinen Geschmack richtig gut. Klasse. Und würdet ihr denn auch beide tragen? Also ich würde den tragen. Ja, möchtest du ihn mal auflegen? Wir haben den da dabei. Eben erst noch frisch als anderes. Ah, okay. Welches hast du benutzt? Yves Saint Laurent. Ah, welches denn? Blue Electric. Oh, schön. Den haben wir. Ja, das ist richtig gut. Ganz toller Duft. Also hier haben wir den einen. Okay. Ja, nicht verkehrt. Okay, magst du gerade weitergehen? Ja. Dann gebe ich dir schon mal den zweiten. Der ist auch nicht schlecht. Welcher gefällt dir besser? Oder euch? Boah, ich muss nochmal. Ja. Boah, das sind zwei verschiedene so Richtungen, sage ich mal. So, ist weißt du? Unterschiedlich, ja, genau. Schön den besser. Okay, super. Klare Entscheidung. Sie hat mehr Ahnung als ich. Also, du bist für den zweiten?
Also ich fand beide gut. Du findest beide gut? Ja, okay. Waren beide nicht verkehrt. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut findest du den? Den fand ich gar nicht gut, würde ich eine 3 geben. Okay, krass. Gut, ja. Und dem eine 7. Das ist eine 7, okay. Also findest du den am Mann gut, kann er gut tragen. Ja. Super. Und du findest beide... Ich passe mich hier an, aber das andere hätte ich jetzt nicht 3 gegeben, hätte ich schon auch so eine 6 gegeben. Okay, und der hier dann gleich? Auch. Also auch ja, 7, 8. Okay, hier ist dann Nummer 1. Mhm. Und das ist dann Nummer 2. Ah, gefällt dir direkt besser? Oh, krass. Um einiges besser, ja. Super, ja. Dann magst du den Creed Aventus total gerne. Kennst du den Duft? Nein. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut findest du den? Wenn 10... Eine 7, 5, 7, 8. Okay, ja. Also sollte man schon tragen können. This one. Oh, this one. Hey, Brista. Hey, okay. Ja. Thank you very much. I give you the first one. Okay. Yeah. And the second. Mm-hmm. Which one do you prefer? The first, like modern. Yeah. The second, like old style. Yeah. For me, I'm like double. I think interested in that and that. Okay. For me, like usual, I'm used. I think this, but for special meet, like business meeting or another, I'm used to this. It's very different. It's okay. Yeah. First. The first. Ich gebe dir schon mal den ersten. Das ist der eine und das ist der zweite. Welchen findest du besser? Ich habe hier den. Okay. Weil der hier riecht ein bisschen frischer, aber der ist nochmal so ein bisschen, hat eine eigene Note. Ja, okay. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut findest du den, wenn 10 richtig gut ist? Vielleicht so eine 7. Eine 7? Ja. Ich gebe dir mal den ersten Duft rein. Mhm. Der eine. Und Jürgen. Ja. Den ersten. Den ersten? Ja. Okay, super. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut findest du den? 9. Eine 9? Ja. Also könnte man schon gut tragen. Ja. Dann haben wir hier schon mal Nummer 1 vorbereitet. Ja. Mhm. Und Nummer 2. Mhm. Beide ganz gut. Ich bin, glaube ich, hier auf der Seite. Okay, dann ist Nummer 1 was für dich. Ich finde den besser. Und du magst den B. Okay. Nummer 1 ist der Creed Aventus. Und Nummer 2 ist von Louis Vuitton der Imagination. Mhm. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut findet ihr die Düfte? Also wenn 10 richtig gut ist, genau. Würdest du den auch tragen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Tragen würde ich den. Ich auch. Okay. So eine 7 oder 8 würde ich sagen. Okay. Für den Imagination, ja. Hier bin ich bei einer 8,5. Okay. Ja, das sind ja ganz gut. Und wie findest du den? Und hier, der ist eine 7 bis 7,5. Ist ja auch nicht so schlecht. Nein, der ist nicht schlecht. Aber der ist ein bisschen besser. Ich würde sagen, 7. Okay, ja. Prima. Gut, vielen, vielen Dank an euch beide. Parfüm geht immer. Ja, ne? Tatsächlich. Cool, also dann gebe ich euch schon mal den ersten rein. Das ist ein Männerduft. Genau. Das sind zwei sehr beliebte Männerdüfte. Boah, das ist gut. Der ist auch cool. Ja, der ist intensiver. Ja. Ja, der ist ein bisschen schwerer. Ja, welcher gefällt euch also besser? Ich finde den auch am besten, ja. Der erste? Ja. Okay, das ist der Creed Aventus, wenn euch das was sagt. Mhm. Der andere ist von Louis Vuitton, der Imagination. Ja, der ist leichter, also der ist ein bisschen schwerer. Ja. Ich finde den cool. Der hier und auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut gefällt der euch? 10. Ja. Echt? Ja, Hammer. Ja. Also sollte ein Mann schon tragen dürfen, ja? Ja, super. Kommt immer drauf an, wie viel, ne? Ja, wie das viel stimmt. Macht. Dann gebe ich euch schon mal den ersten rein. Dankeschön. Lecker. Also der riecht wirklich gut. Okay. Ja. Und dann gebe ich dir direkt schon den zweiten. Der riecht gut. Ich finde den besser. Okay. Super. Ja, aber der ist nicht schnell. Der ist irgendwie intensiver. Ja. Ich finde auch den besser. Ja? Okay. Also beide den ersten? Ja. Und auf einer der Skala? Der riecht irgendwie nicht so stark. Der zweite? Ja. Okay. Der ist ein bisschen so, der bleibt länger im Kopf. Mhm. Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut findet ihr den Duft? Eine 8. Ja. Doch so hoch? Ja. Ja, krass. Also könnte ein Mann schon gut tragen. Ja. Ja, ja. Ja, super. Das ist der Creed Aventus, falls ihr den schon mal gehört habt. Nee. Und der andere war der Louis Vuitton der Imagination. Ah, okay. Nee, der ist nicht so meins. Nee. Ja, den finde ich auch. Spannend. Ja. Okay, vielen, vielen Dank. Dann gebe ich dir schon mal den ersten. Ah, das ist klar. Okay. Und das ist dann der zweite. Okay.
Der gefällt mir besser als okay, der andere. Okay, super. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut findest du den? Das ist für mich eine 8 und ja. Das wäre eine 6. Ah, okay. Also doch gar nicht so schlecht. Gar nicht so. Also der andere war, der erste war, der ist mir ein bisschen zu intensiv ja. Einfach. Genau. Und der andere ist ein bisschen nicht so intensiv und deswegen mag ich den lieber. Okay, das gerne. Ist der Louis Vuitton Imagination. Okay. Und das andere war der Creed Aventus, falls du den schon mal gehört Na, hast. Noch nie. Ah ja, okay. Also okay. Du magst den Imagination. Genau. Lieber. Genau. Okay, dann gebe ich schon mal den ersten euch rein. Mhm. Den zweiten hinterher. Ich glaube, ich finde den ersten besser. Nee, ich glaube, ich finde den zweiten besser. Nee, erster. Nee, ganz klar. Bei mir ist es der zweite. Okay, also haben wir jetzt zweimal den ersten und einmal den zweiten. Ja. Okay, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut findet ihr eure ausgewählten Düfte, wenn 10 super gut ist? Ich würde dem ersten, glaube ich, eine 7 geben. Ja. Dem zweiten eine 4. Okay. Okay. Bei mir ist es genau andersrum. Also bei mir eine 8 und eine 4. Also ihr beiden mögt ja den ersten. Ja. Das ist von Creed, der Aventus, falls ihr den schon mal gehört habt. Nee, noch nicht. Und du magst von Louis Vuitton den Imagination. Das war ein unfassbar spannendes Rennen zwischen diesen beiden Düften. Hättest du mit diesem Ergebnis gerechnet? Abonniere jetzt den Kanal für weitere Straßenumfragen. Und wenn du noch weitere Straßenumfragen sehen möchtest, dann schau unbedingt mal in diese Playlist rein. Bis gleich!